So, hallo, mein Name ist Sophia. Und ich bin Annabelle. Genau, die bezaubernde Annabelle sitzt neben mir und wir haben uns ein Spiel ausgesucht, nämlich The Night of the Rabbit, kommt am 29. Mai raus und ist von Daedalic. Die sitzen ja in Hamburg und die kennt man für gute Point-and-Click-Adventures, zum Beispiel Harveys neue Augen oder Edna bricht aus. Genau. Sind ja schon jetzt ältere Sachen. Und dieses Jahr gibt es ein neues Werk. Ich zeig's mal eben kurz rein. So. Sieht super aus. Auf jeden Fall ist da ein Hase drauf. Wenn du das so siehst, was glaubst du, worum es so gehen wird? Ich muss auch sagen, ich habe noch nie ein Point-and-Click-Adventure gespielt. Ich kenne die Spiele leider auch nicht. Deshalb bin ich auch schon ein bisschen gespannt. Und frag mich, ob da viele Rätsel dabei sind. Boah, bestimmt. Ich glaube, darauf basieren die meistens. Ja. Ich würde sagen, wir gucken einfach rein. Okay. Dann sehen wir es ja. Ich dachte irgendwie im ersten Moment an Alice im Wunderland, weil da so ein weißer Hase ist. Weißer Hase. Ja, und wie ein Hutmacher. Und so ein Strudel. Ja. Der Junge im Hintergrund. Okay, legen wir mal los. So. Die Musik ist schon mal sehr schön. Neues Spiel starten. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wir müssen noch frapsen, oder? Nee, gar nicht. Nimmt er das jetzt mit auf? Mhm. Sehr doof. Wäre ich nur dort gewesen. Die Zahl da oben. Ich hätte alles verhindern können. Sieht schon mal sehr. Wollen wir die Gegenstände da oben eben entfernen? Also wir können gerne kurz ins Menü sonst gehen. Dann müssen wir hinterher rausschneiden. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Ja, Belle, sag was. Du weißt es nicht. Hast du dich verlaufen? Haben wir das? Wir wissen genau, wo wir sind. Wir haben uns nicht verlaufen. Ja. Wir haben voll Ahnung. Ja. Nein, wir kommen von hier. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Genau. Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Ich hoffe, er hat gerade Nein gesagt. Nein. Wir wollen ja niemanden provozieren in Na, einer Welt. Gut, die wir nicht kennen. Wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Okay. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das sieht nicht so aus, als würde es da gut riechen. Ja, das ist ja auch noch nicht der Anfang vielleicht. Wirklich? Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Tja, Ja, eine kleine Echse. Hast du eben etwas gehört? Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Folge mir.
Okay, laufen wir halt erstmal im Kreis. Mich erinnert das Viech mit der Maske so ein bisschen aus Prinzessin Mononoke an den Hirsch, weil ich glaube, der hatte auch so ein blasses Gesicht und dann so ein Geweih. Ja, aber der sollte eigentlich so ein menschliches Gesicht haben. Da ist dein Anfang. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Naja, also unser Charakter wir werden schon mal nicht uns bestimmt wiedersehen. Es aber ich glaube, man spielt auch den Jungen der Nebel eigentlich. Wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht redet der mehr. Seltsamer Typ. Das sehe ich genauso. Eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Welcher Anfang? Hast du schon reimen gehört? An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist es für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen. Jerry Haselnuss? Um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun, bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft. Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Doch hier. Ja, aber. Nein, da. Finde ich auch echt cool, dass der bei dem Spiel dabei ist. Mhm. Ich glaube, wir müssen vielleicht klicken. Mhm. Oh, da ist unsere Mama. Jerry! Ja? Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät! Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint! Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz! Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen! Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los? Noch 2 Tage Abenteuer. Juhu, es fällt ihm früh ein. Können wir was machen? Wie jeden Morgen mit dem Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Hm? Krähen? Krähen? Ah, danke. Ausholen und einrosten, sonst macht man es Ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Soll das so ein Tutorial-Ding sein? Wow. Ich glaube auch. Wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Oh ja. Da ist das Kreuzchen. Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Pah. Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Jerry, stelle dir einen Mauszeiger vor.
Oh. Du hast es geschafft. Brav. Fein gemacht. Kinderspiel. Ja, okay, irgendwie muss man es doch erklären. Angehen, ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick. Alles ein Klick. Aha. Ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da, wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Oh, Gott sei Dank ist gerade kein Psychiater in der Nähe. Ich möchte meine Mutter grüßen. Ja? Ja. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Denken Sie sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Ja, ich meine, klar, wenn das jetzt ein Kind oder so zum ersten Mal spielt, muss es natürlich auch erstmal rein. Suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wir nehmen das wahrscheinlich jetzt zu selbstverständlich mit dem Umklicken in der Landschaft. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden. Na dann los. Wieso kann ich nicht Früchte sammeln? Wieso soll ich einen Korb nehmen? Gut so. Ja. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Tut das nicht gut? Oh, das tut so gut. Ich habe mein Inventar gesehen. Der Herumtragen ist gesund. Noch ist es leer. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Hübscher Kerl. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Das ist nicht so einfach. Der Griff ist abgefallen. Ja, das ist nicht so einfach. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Wir brauchen Panzertape. Nutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. So, okay. Los. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Dinge zu reparieren? Klicken Sie mit links auf den Korb, dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Was? Ich habe gerade eher genommen. Na, öffnen Sie einfach wieder das Inventar. Oh, hast du gerade geklickt und den Satz übersprungen? Klicken. Und dann tragen Sie ihn oder die... Oh. Sensationell. Ich glaube, das Tutorial... Kann man Früchte einsammeln? Du hast jetzt einen Korb. Versuch mal, die Erdbeeren einzusammeln. Geht nicht? Na gut. Dann... Aber ich glaube, man hat auch ein Symbol an der Maus, oder nicht? Wenn man irgendwo... Ich glaube, ich kann das nicht mit links. Muss ich das jetzt wieder ansprechen? Ich glaube, ja. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach oder die Ita oder den Min. Vielleicht müssen wir aus dem Inventar. Aber ich kann auch abbrechen dann. Erstmal unser Körbchen nehmen und dann damit die Bären einsammeln. Geht das vielleicht? Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Wem soll ich den Korb zeigen? Oh, genau. Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Mama, schau mal, Jerry, ich hab meinen Korb. Du hast den Korb. ja, und der ist auch ganz heil geblieben.
Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Ah, komm doch hier. Boah, geil. Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry Schatz. Kannst du backen? Au, backen. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm. Ja, ich muss jetzt Brombeeren sammeln. Ich kann jetzt nicht ewig... Hä? Wovon spricht der denn? Genau. Bleiben Sie fit. Bleiben Sie... Puh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit... Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an die... So. Ey, so ein... Hier, Brombeeren. Das sind aber Erdbeeren. Dann gibt's halt Erdbeerkuchen. Mich essen. Oh. Süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama. Ja, Mama. Schon gut. Ich esse mich... Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Wieso stresst dich? Ich habe noch 2 Tage bis Schule. Ja. So, Moment. Erstmal mein Inventar und mein Körbchen nehmen. So. Und jetzt müsste ich doch meine Brombeeren sammeln können, oder? Es ist lustig zu sehen, wenn wir jetzt an diesem Spiel scheitern. Nein, das muss nicht in den Korb. Okay, gut. Aber Brombeeren sind ja die schwarzen Himbeeren. Nein, das muss nicht in den Korb. Vielleicht müssen wir erstmal anders hingehen. Aber hier sind keine, ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht sein. Gehe ich erstmal Brombeeren suchen. Oh, cool. Oh Mann, guck mal, hat jemand seinen Dr. Pepper bei uns auf der Straße liegen gelassen? Komm, wir räumen das mal. Wer wird denn hier einfach sein Müll in die Natur? So. Wo steckt sich das denn? Naja, in seinen Rucksack. Guck da. Ja. Oh, ist das cool. Sieht süß aus, oder? Total. Oh, ich hab was. Ich hab. Brombeeren. Das sind Brombeeren. Was ist das? Ein dorniger Busch, das steht da. Oh, den fasse ich auch an. Dieses stachelige Gebüsch scheint zu glauben, mich von den saftigen Brombeeren da hinten fernhalten zu können. Jemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Autsch! Diese Runde geht an dich, doch. Autsch! Kannst du ihn mit der Dose kaputt hauen oder so? Ich werf die Dose in den Busch. Ah, da hinten gibt es noch eine ganze Menge Brombeeren. Aber dieses dornige Gebüsch ist im Weg. Ah, ich verstehe, das ist so der erste Quest, den ich machen muss. Mhm. Vielleicht kann ich meine Dr. Pepper-Dose... Nein, das muss nicht in den Korb. Nein, nicht in den Korb. Das wollte ich auch nicht. Das muss nicht in den Korb. Korb muss in den Korb. Oh, wie lasse ich das... Okay, sehr gut. Kann ich nicht meine Dose da draufstecken? Das ist auch kein guter Platz für die Dose. Na gut. Dann finde einen Stock, womit du das so wegmachen kannst. Moment, ich muss das erstmal wieder weglegen. Kann ich nicht runtergehen, oder? Ich kann nur schauen. Dann muss ich natürlich jetzt in den finsteren Wald. Wie ruhig es hier ist. Als ob die Stadt meilenweit weg wäre. Was ist, wenn ich einen Stein nehme und den Dornbusch damit kaputt schlage? Schaffst du das? Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Nee, den einstecken oder beitragen kann ich ihn nicht. Das ist doch nicht weit. Das ist doch nicht so. Oh, ich leg den schweren Stein zurück. Aha, das geht echt in die Arme. Also, der muss echt mehr Morgengymnastik machen, der Junge. Was ist das? Mit diesen Kreidesteinen kann man echt gut zeichnen. Ja. Ich nehme mir einen mit. Na gut. Man weiß ja nie. Ich habe als Kind auch voll gerne mit so Kreidesteinen gezeichnet. Ja? Ja, bin mit meiner Oma in den Wald gegangen und da gab es so einen Kreidefelsen. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Oh. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Hier soll es einmal einen alten Wanderpfad gegeben haben. Vielleicht heißt der Baum deshalb Pfadbaum. Jetzt ist hier jedenfalls Sackgasse. Na gut. Aber... Hier soll es einmal... Ja. Vielleicht... Jetzt ist hier... So. Oh, da ist ein Stock. Aber den kann ich nicht aufheben. Doch. Boah, cool. So, und damit kommst du jetzt an den Busch vorbei. Was ich hier echt schön finde, ist... normal ist es hier in Spielen so, da kannst du dieser Regel folgen, wenn sich etwas vom Hintergrund abhebt, ist es verwendbar. Ja. Ne? Und hier muss man wirklich suchen, ne? Ja, genau. Also ich meine, klar, ich kann jetzt mit der Maus so über
Screen gehen und schauen, so, da ist jetzt ein Auge oder da ist jetzt eine Hand. Aber grundsätzlich siehst du nicht auf den ersten Blick, was so Interaktions- Dann blinkt nichts gelb, wenn da irgendwas aufzuheben ist. Ja, genau. Oder dass es halt weniger Kontrast hat. Boah, jetzt schlage ich diesen Busch aber. Ach, ich habe doch einen Stein dabei. Nee, das ist mein Kreidefels. Ein Stopp bringt hier nichts. Natürlich. Jetzt. Nun gut, ich habe keine andere Wahl. Attacke! Hau ihn. Boah, genau so habe ich Brennnesseln bekämpft. Der Busch stand zwischen mir und Mamas Brombeerkuchen. Ja. Ein tödlicher Fehler. Was war das jetzt? Achso. Oh, es war ein Hagebuttenstrauch. Die sehen aus, als wollten sie gepflückt werden. Die kommen gleich in den Brombeerkorb. Das sieht aus, als würde sich das sofort in die Hose schieben. Die sehen auch aus, als wollten sie gepflückt werden. Was? Entschuldige, ich hab grad... Sieht aus, als würde sich alles vorne in die Hose schieben. Einfach. Wieso bin ich bisher noch nicht auf diesen Gedanken gekommen? Haben wir jetzt alles? Können wir jetzt zurück zu Mutti? Ja, jetzt muss sie backen. Ja. Vielleicht haben wir auch eine Recyclinganlage für die Dr. Pepper-Dose. Ich glaube, das ist keine Mülltonne. Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Ich hab's doch schon gesammelt. Heidelbeeren? Brombeeren, Jerry. Nimm den Korb auf. Danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazulernen. Ich hab doch jetzt... Ach so, ich muss den natürlich auch an sie geben. Es reicht nicht, den dabei zu haben. Mama? Ja? Sind da schon genug? Noch nicht ganz, Jerry. Was? Wir brauchen viele Beeren für den Brombeerkuchen. Ich habe voll viele. Klar. Können wir das nicht strecken mit den Erdbeeren hier vorne? Nein. Nein, krass. Na gut. Die ist eine echte Mutter. Stell dich nicht so an, warum muss die Kreuzspinne ausgerechnet auf meinen Brombeeren wohnen? Vielleicht will sie beerensammelnde Abenteurer in die Falle locken. Das wird sein. Ha! Hast du gedacht? Hast du gedacht? Aber nicht mit Jerry Haselnuss. So, jetzt nehme ich wieder meinen tollen Stock. Komm her und schlag die Spinne. Gute Idee. Danke. Willst du mal? Nein. Ich glaube, das sind die zwei Beeren, die uns noch fehlen. Ab. Ja, zwei Stück. Achso, nee, nicht, dass ich sie esse. Nee, musst du nicht. Du kannst auch draufklicken, der futtert die schon. Die schreien quasi danach, gepflückt zu werden. Boah, das muss auch krass sein, wie viel dafür eingesprochen werden musste. Guck mal. Ja, ne? Oder? Ja, okay, eigentlich nicht viel mehr wie bei anderen Spielen auch, oder? Naja, guck mal, der Protagonist erzählt meistens ja nicht so viel. Und hier hast du ja nach jedem Klick irgendeinen Satz. Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Genau. Dafür will ich aber das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen. Mama! Ja? Ich habe dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Ist die Mutter eigentlich alleinerziehend? Moment. Nur das erste? Und das größte, Jerry. Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einem diplomatischen Zwischenfall entgangen. Ein dreieckiger Brief. Was war das denn? Irgendwas da drin bewegt sich. Oh, heiliger Bimbam! Hat er den gerade geschlagen? Nee, der hat sich bewegt. Ach so, ich dachte, er hat den geschlagen. Nur Mut. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich nichts zu befürchten. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Ganz vorsichtig. Wow! Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Dann lesen wir die mal.
Nein, lieber nicht. Wieso? Ja, genau, klick jetzt raus und dann hast du den in der Hand weiter raus. Ja, genau. Na jetzt? Auf ihn vielleicht? Oder den. Vielleicht kann er nicht lesen, gib ihn mal der Mutter. Und jetzt hast du ihn losgelassen. Nein, lieber nicht. Na gut. Oder wir gehen jetzt Nein, zum alten Baum. Lieber nicht. Meinst du? Weiß nicht, wir haben jetzt so eine besondere Einladung. Vielleicht heißt das, wir dürfen jetzt diesen Pfad betreten, der vorher drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Ich will Kuchen. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest. Ja, ich will Kuchen. Bis zum Mittagessen. Ich hab Kuchen verstanden. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Yeah. Future Dogs. Klingt ja fast so toll wie Call of Duty Ghosts. Oh, guck mal, der Felsen sieht aus wie ein fetter Frosch. Ja, und der von vorhin sah aus wie ein Hase. Echt? Bei vor dem Brombeeren. Muss bestimmt da reingehen? Nein. In einem meiner Bücher? Nein. Aber, ich will lieber... Können wir versuchen, diesen Weg da... Nee, ne? Können wir nicht rechtsklicken auf diesen Brief? Warte mal, ich mach mal Inventar. Mach mal rechtsklick. Ein fliegender und dann auch noch ohne Absender. Okay. Mal sehen, was drin ist. Okay. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Hm? Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Was? Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun 3: Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung, in deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Ein wahrer Baumläufer kennt die Antwort. Okay, ein Frosch. Was? Ah, hier, das ist... Was genau, wir haben der gar keine Bedeutung zugemessen. Genau, wir dachten zuerst, hä, was ist das denn? Ja, das ist so ein kleines... So ein sieht aus wie eine 3D-Brille, aber nur eine einseitig nur rote. Monoko. Ja. Okay, was? Also okay, blicke durch die magische Münze in das Spielhandbuch und wähle den großen Meister von Seite 16 und den kleinen Schüler, den du auf der Seite 16 findest. Kannst du selber weiter mit den Pfeiltasten aus. Drücke danach auf den bestätigen Knopf, um zu beweisen, dass du ein wahrer Baumläufer bist. So, Seite 16. Sollten wir vielleicht auch kurz mal zeigen. Ach, das sieht man doch so. Echt? Nein, da. Also sonst checkt ja keiner, was bei uns abgeht. Ach so. Also, wir haben jetzt ein Monokel. Das sieht so aus. Also wie gesagt, wie so eine 3D-Brille, nur rot. Und dann haben wir in dem Buch auf jeder Seite, sieht man das jetzt so? Ah, so kleine Zeichen in der Ecke. Die sind rot-blau und wahrscheinlich, wenn man jetzt das rote Ding anzieht, dann ja, bleibt nur noch das Blaue übrig. Ja, das filtert das raus und... Seite 16, was ist da? Ja. Ja, es sieht anders aus. Da ist der Hase klein und die Kröte groß, oder? Okay. Den kleinen Schüler auf Seite 16, bla bla. Ach so, genau, wir sollen jetzt hier auswählen. Nein. Nein. Oder? Nein. Nein? Das ist eine Schlange im Hintergrund, nein. Oder nicht? Ja? Du hast recht, es ist eine Schlange. Ey, das macht voll Spaß. Da, ist das die Schlange? Ja, und vorne ist eine Hase. Welche? Oh, ich wollte nicht lieber ein Hähnchen. Oh, ist das süß. Ein Hühnchen. Ja. Ja? Oder nee, warte. Der? Wow. Wow. Nee, Ohren zur Seite. Also schon mal nicht der. Nee. Gibt's da noch mehr? Der? Das könnte sein, ja? Ja. Okay, nehmen wir den. Ich wusste, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Wie süß. Nun versuche dich an meinem Karottenflammenrezept. Was war das denn? Ein fliegender Brief, der sprechen kann? Komisch. Woher wusste ich das nur?
Also wir haben jetzt auch so ein... Oh, was fangen wir jetzt an? Könnten wir nicht malen? Da war doch irgendwas Ja, da stand malen. Was von malen oder abreiben, auch von was von weißem Pulver. Und Kreis, vielleicht müssen wir ja in dem Feenkreis da was machen. Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Dann haben wir Aber weißes wo Pulver. Wo soll ich das machen? Ich könnte den Kalkstein unter dem da schweren kann er das Stein doch zermalmen. Ja, deswegen. Ich weiß. Könnte den Aber wo soll... Da kritzel ich besser nicht rum. Ah, hier. Oh Mann. Sag mal, was ich sagen wollte. Da. Danke. Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem fliegenden Brief zeichnen. So. Oh. Nanu, Eichhörnchen. Wie süß. Sieht fast so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und da sind sie schon wieder weg. Oh. Tja, wird doch wieder nur halluziniert, Jerry. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. In einem meiner Bücher stand, du sollst es aufheben. Oh. Ich will lieber keine treffen. Oh, da ist die Hand. So. Wie merkwürdig. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Damit hätten wir das Schwarze, was uns... Vielleicht ist das dieses Schwarze aus dem Gebiet. Oder hat er nicht gesagt, wir brauchen drei Sachen? Baumrinde, Baum... Was hat er gesagt? Herz und Baumwurzel oder so? Ja. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Trag ihn weg. Einstecken oder weit tragen kann ich ihn nicht. Nein, aber weit nicht. Aber so ein bisschen kannst du ihn weit tragen, oder? Nein, auch nicht. Da. Ich leg den schweren Stein zurück. Aha, das geht echt in die Arme. Kann man nicht. Können wir die Baumrinde vielleicht darunter zermalmen? Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Vielleicht auf der Baumrinde. Vielleicht musst du die Baumrinde erst unterlegen und danach den Kalkstein drauf. Da kritzel ich besser nicht rum. Nein. Also hingehen? Mhm. Rinde hilft da nicht viel. Na gut. Kann ich die sonst irgendwie... Rinde hilft da nicht viel. Rinde hilft da nicht viel. Der täuscht sich. Rinde ist sehr gesund. Na gut. Rinde hilft da nicht viel. Vielleicht sollten wir den Brief nochmal lesen. Ach so. Oh, der war aber echt lang. Mit der Nachricht... Okay. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Geht weiter, bis der anfängt. Wie? Ja. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Okay. Schwarz, das leicht entbrennt, das ist wird Rinde? Heute nicht von Weiß so getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefel... Okay, soweit sind wir noch nicht. Nee. Oh Mann. Das war ich nicht. So. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Krümelige Kreidesteine. Wenn ich nicht schon einen... Bla bla. Früher habe ich mich immer auf diesen Felsen gesetzt, weil er... Jetzt bin ich zu... Ja, genau. Hier soll es einmal ein Alt... Vielleicht okay. Jetzt ist die... Seltsam geformter Feld. Ne, den hatten wir schon, oder? Aber okay, schwarzes Pulver. Wie produzieren wir jetzt weißes Pulver? Ich verstehe nicht, was er mit dem Stein will. Ich meine, er hebt ihn ja eindeutig hoch. Ja. Und er weiß nur nicht, was er damit machen will. Vielleicht müssen wir ihn hochheben und dann damit irgendwas agieren. Ja. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder... Können wir das ja kann ich jetzt ins... Genau, probieren wir es mal jetzt. Bis da komme ich mit dem Ding nicht. Okay, drücken wir mal genau aufs Holz vielleicht. Bis da komme ich mit dem Ding. Ich leg den das. Okay. Ey. Vielleicht kann ich das da erstmal damit kombinieren. Wie geht das noch? Rinde hilft dann. Rinde hilft. Und wenn du den Stein nimmst und auf die Rinde machst, sagt er, darauf male ich nicht rum. Ja. Okay, wir haben ein Problem. Da kritzel ich besser nicht rum. Ich muss doch. Wollen wir nicht einfach Sandkuchen machen?
Krümel. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Jetzt habe ich den Stein da hingelegt, ne? Hä? Wieso geht das jetzt auf einmal? Ich habe keine Ahnung. Na gut. So, ich freue mich einfach mal, dass es funktioniert hat. Was soll ich mit dem schweren Felsen machen? Einstecken oder beitragen? Auf da. Oh, bitte. Aha, das geht echt in die Arme. Zack. Oh. Jawohl. Hat's sehr gut gemacht. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Jetzt habe ich feines, weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Kriegen wir das gleiche mit der Rinde hin? Vielleicht entzündbare sollte doch auch zu Pulver. Oder tu mal das Pulver in die Dr. Pepper-Dose. Vielleicht klappt das. Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Na gut. Okay. Ich glaube, das braucht... Das bringt nichts. Rinde hilft da nicht viel. Rinde hilft da... Muss ich die aber nicht zerkleinern? Nee, der Brief sagt doch irgendwie, wir brauchen eine Rinde. Ich meine jetzt, wir müssen das Pulver in den Kreis. Oder? In ein... Ach. In aber... ich will... Ich muss erstmal das Ding auswählen. Das bringt nichts. Vielleicht auf die Kreuzung. Wir sollten es ja auf der Kreuzung eigentlich malen. Du hast das Ding schon raus, das Pulver nicht mehr drin. Meinst du die Kreuzung oder vielleicht... Müssen wir ausprobieren, in dem Bild davor. Weiß scheinbar nicht, ne? Ja, dann probieren wir es im Bild davor. Ist das eine Kreuzung? Ah, ne? Mhm. Ja, ich sollte mir die Nachricht nochmal genauer anschauen. Ach was. Na gut. Oh. Das ist echt nicht so einfach. Mit der ja, so für kleine Kinder. Ich glaube, die würden das nicht so da ganz ist machen, ein oder? Seltsames Zeichen mit einem Gewicht herunter. Komm, wie er eine Karottenflamme. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Weißes dann Pulver. Musste haben Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Was? Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Ich darauf folgten der Zutaten nun drei. Dr. Pepper, Baumhaut, stecken. Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte kann er den Kreis mit dem auf diese eine Früchte Kreuzung. Da oben in deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis das Innere von Hagebutten. Ist das schwarz? Nö. Schade. Leider nicht. Aber ich habe doch so einen tollen Stock. Und damit kann ich doch bestimmt so Früchte runterhauen. Nee. Wieso nicht? Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Ja, dann hau rein. Oh. Boah. Sehr gut. Du bist cool. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Ja, alle. Na gut, das bleibt für die Eichhörnchen. Oh ja. Okay, was machen wir jetzt? Die können wir vielleicht auch zermalmen. Ja. Okay, gehen wir zum Stein. So. Lieber halte ich besser. Lieber halte ich besser. Ja! Lieber halte ich besser. Nee, scheinbar will er nicht teilen. Lieber halte ich besser. Ich will sie selber essen, keine Ahnung. Oh, was haben wir denn übersehen? Gut, schauen wir uns mal die Stadt an. Das haben wir bisher gar nicht gemacht. Vielleicht ist da auch noch ein Tipp. Guck, der sieht auch schön aus. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Vielleicht ist das ein Hinweis. Gab es hier nur Felder, soweit man sehen konnte. Nee, aber im Ernst. Seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, Schule, nur noch zwei Tage Sommerferien. Dann sitzen wir wieder da unten. Haben wir das veralbert? Das ist traurig. Ach so, ja. Okay, naja, noch zwei Tage Abenteuer. So, geh mal. Die Eulenmauer, die führt bis zum großen Baum im Wald. Wieso kann ich nicht auf dieser Mauer laufen? Die Eulenmauer. Na gut. Wie viel Zeit haben wir uns eigentlich jetzt noch? Wir packen wahrscheinlich nicht mal das erste Abenteuer. 20 Minuten. Okay, wir müssen uns beeilen. Was kann man noch mit seinem Stock schlagen? Was ist das zum Beispiel? Achso, das ist die Waldkreuzung. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Da kann man mit dem Pulver rein. Lange bevor es Autos gegeben hat. Sollten wir den Brief besser durchlesen, hat er mir aber letztes Mal gesagt. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfad. Warum? So. Pulver? Auf das Ding da. Ja! Laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuzung. Oh, vielleicht schaffen wir echt noch das erste Abenteuer. Aber ich glaube, ich brauche eine Art Gefäß. Alles ich sollte mir die Nachricht noch mal genauer anschauen.
Ich also zuerst die Dose da reinstellen? Ach so. Echt? Ich hab das Gefühl. Okay. Machen wir das so bestimmt. Vielleicht hast du wirklich. Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Der Platz ist super. Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Vielleicht dann doch die Rinde darauf legen und darauf das Pulver? Nee, das ist auch kein guter Platz für die Dose. Ich hab. Ja. Ich verkleb mich die ganze Zeit. Ja, laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuzung irgendwie benutzen. Aber ich glaube, ich brauche eine Art Gefäß. Kannst du die Lampe abholen? Ich sollte mir die Nachricht noch mal genauer anschauen. Oder Lampe? Ja, ich dachte Lampe oder Lautsprecher. Lampe. Ich glaube Lampe. Dann versuch die mal. Aber wir brauchen keine Lampen auf dem Waldweg. Geht das nicht? Kann ich ein nicht? Stopp bringt hier nichts. Ein Stopp bringt nicht so hier nichts. So vandalistisch veranlagt wie du. Den Korb vielleicht? Den Korb? Aber der ist ja... Vielleicht hat sie den Korb. Die schwarzen. Ach so. Ey, Bell. Natürlich. Brombeeren. Die schwarzen Brombeeren. Aber dann gibt's keinen Kuchen. Egal. Ein Korb prall gefüllt mit Brombeeren. Kann ich den jetzt nicht nehmen? Ach, ich hab nur meine Pflicht getan. Und jetzt nehme ich meine Rechnung schicke ich Ihnen mit der Post. Jetzt. Oh, ich will aber, dass er die nimmt. Aber wie soll ich denn neue Brombeeren herkriegen? Meine Rechnung schicke ich... Geht hier sonst noch was rum? Kann ich die nicht in meine Dose tun oder so? Nee, bestimmt nicht, ne? Na, da sind Karotten auch im Garten. Vielleicht brauchen wir eine Karotte für den Flammen. Rinde hilft da nicht viel. Wie nennt man das? Karottenflamme hieß das Ding, glaube ich, ja. So. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Du bist ein Naturtalent. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Jetzt. Ja, genau. Nimm die Karotte. Seltsam. Fußspuren. Oh. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karotten... Ja. Ein Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles Lenken... Oh. Seit ich Juniormitglied im Dschungelforscherclub geworden bin, so viel Kompetenz für nur zwei Mal... Zwei Tage. So. Süß duftende Erdbeeren, Karottenbeet. Wo krieg ich denn... Gefäß. Was für ein Gefäß? Ist das ein Gefäß? Ist alles kein Gefäß. Oh. Das ist ein Gefäß. Raus mit der Blume. Ja. Na, was jetzt? Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Grab. Die Luft ist mein Geheimversteck. Was? Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt. Ach, vielleicht hat er da jetzt was drin. Was haben wir denn da? Streichhölzer. Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer. Im Gefäß ist das ja auch alles nicht. Das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlinwolf noch meine Witterung auf. Das kann auch so. Und jetzt haben wir wenigstens schon mal andere Sachen. Jetzt können wir irgendwas anzünden. Rote Johannisbeeren. Kann ich die auch mal essen? Oh, die sehen... Nein. Doch. Nee, die esse ich nur. Na gut. Sind die sauer? Warum falle ich immer wieder auf Johannisbeeren rein? Das muss an der knallroten Farbe liegen. Oh Mann. Okay, können wir jetzt... Wie war der Brief? Ein Gefäß, was für ein Gefäß? Ich überlege auch die ganze Zeit, was für ein Gefäß man hier noch herkriegen könnte. Ich glaube, jetzt wende ich die geheime Point-and-Click-Adventure-Technik an. Das Fahren mit der Maus über den ganzen Bildschirm. Oh. Nee, wir haben noch neues Zeug. Versucht das nochmal zu kombinieren. Eine Goldmünze? Vielleicht nimmt man das als Schablone. Kann ich die Goldmünze als Gefäß? Zählt das als Gefäß? Nein. Nein? Na gut. Du bist der Chef. Dann... Wir stecken den Böller in die Dose, zünden ihn an, dann explodiert es und dann haben wir nur noch die untere Hälfte der Dose. Und das ist dann geil. Unser Gefäß. Das ist super. Ich habe kombiniert. Ich hab das Gefühl... Ja. Oh nein.
Böller? Aber der Böller ist halt verrottet. Ich hab... Ach, Kacke. Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Wieso hat man einen verrotteten Böller bei sich daheim? Ladung defekt. Sprengung unmöglich. Ladung... So, was kann ich denn anzünden? Dafür ist mir mein letztes Streichholz zu schade. Vielleicht kann ich eine Fackel bauen. Dafür ist... Oder wir sprengen die Lampe in die Luft. Ich glaube, also beim besten Willen. Ich möchte dein Talent nicht anzweifeln, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube, das ist... Oh Mann. Nur gucken. Gucken. Gut, gehen wir zurück auf die Zauberwiese. Jetzt haben wir ja. Neue Sachen, vielleicht können wir die Karotte da einpflanzen oder sowas. Ich glaube, die brauchen wir später noch. Um den Hasen anzulocken. Also können wir irgendwie, was können wir noch in den Kreis tun? Also ich kann erstmal nichts mehr anfassen. Ich glaube, jetzt geht es wirklich nur noch um die Reihenfolge. Um kombinieren, ja. Oder? Genau. Ah, guck mal, ich kann den schweren Stein immer noch heben. Ja, aber was machen der wir damit? Der gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Was? Leider mief der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nee, ich glaube nicht. Nicht mal ein Stück Braun. Okay. Den Böller vielleicht, dann haben wir Schwarzpulver. Ja. Ladung defekt. Sprengung. Du sagst doch, ich muss doch. Los. Ladung. Ladung defekt. Ladung defekt. Ah, okay. Können wir den Böller noch anders kaputt machen? Ladung defekt. Sprengung. Ah, verdammt. Unmöglich. Boah. Kann ich... Ladung defekt. Sprengung. Hör auf. So, sollen wir den Brief nochmal lesen? Hagebutten sind cool, aber Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich schmerzlos. Ja. Da ist ein seltsames Zeichen mit Gedicht. Wie er eine Karotten. So. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann check. Musste weit das Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Ah, wir müssen das mischen, dieses Pulver und das Schwarzpulver. Und jetzt. Schwarzpulver Baumfrucht, aus dem Böller Baumfurz, und unser Kreidepulver müssen wir mischen. Aus dem Gefäß jetzt. Der Kreide. So weit sind wir nun. So, nochmal. Komm schon. Ja. Passt. Boah. Hey, was haben wir? Achso, jetzt habe ich das gemischte Pulver. Und jetzt. Machen wir mal eben. Kann ich das in meine hässliche Dose tun? Stimmt. Ja. Ist drin. Boah. Und was ist dann? Gut. Wie ging der Brief jetzt gehen weiter? Jetzt gehen wir zurück zur Kreuzung, glaube ich. Und ist das sicher? Sollen wir nicht. Nein, ich setze das jetzt. Okay, probieren wir es einfach mal. Fast fertig. Aber irgendetwas. Okay, wir lesen den Brief. Ich sollte mir die Nachricht noch mal genauer anschauen. Ja. Weiß und Blau wird nicht mehr getrennt. So etwa. Da ist er. Anzünden. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß, Blau? Schwarz, das leicht. Blau? Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Dann am Grund, ja. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ist die der Münze. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Ach so, das heißt, ich muss jetzt erstmal meine coole Münze dahin legen. Aber wollte er doch eben nicht. Nee, wollte er tatsächlich nicht. Denn die Münze auch noch in die Dose? Oder auf die Dose oder vielleicht so? Vielleicht brauchen wir die gerade. Entschuldige, vielleicht braucht er die gar. Ich glaube, das ist der Kreis. Das ist, glaube ich. Nicht. Von kriegt er das nicht hin, einfach selbst einen Kreis zu malen? Das ist ja mega unfair. Was fertig? Ich's. Okay, probier probieren wir's. Die Münze in die Nose? Nein. Vielleicht malen wir an der falschen Stelle. Der Kreis muss vielleicht an die andere Waldkreuzung und wieder nicht an die hier. Nein, aber oder wirklich in den Pilzkreis. Aber was das steht ist auch. Früher soll es hier wichtige Wanderwege. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause. Das müssen wir noch schaffen, Jens. Oh ja, ey. Ich bin halt voll unter Zeitdruck gerade. Ja, genau. So, wir nehmen jetzt die Notfallmaßnahmen. Ich hab das Gefühl... Die Reihenfolge stimmt nicht so ganz. Kreis. Ein Stock bringt hier nichts. Wieso nicht? Mach irgendwas mit dem Stock. Los, der Stock ist cool. Ein Wir haben sie ja jetzt gelesen. Was ist denn mit dem Kreis? Also, der einzige Kreis, den ich jetzt kenne, ist der Pilzkreis. Ich will lieber keine treffen. Ja. Denn
Tun wir die Dose jetzt in den Pilzkreis, lassen den von Feen verwünschen und... Von Dose wegwerfen stand in dem Brief, glaube ich... Ich will die doch gar nicht Dose wegwerfen. Der Boy hat keinen Bock. Von Dose weg? Bell? Von Dose weg. Von Dose... Okay, also wir müssen das doch drüben an der Kreuzung machen. Ja. Okay, und jetzt die Reihenfolge. Gehen wir das Ganze nochmal logisch durch. Wir haben jetzt das ganze Dosen gelöst. Jetzt sollen wir, was sollen wir mit dem da Kreis ist ein machen? Wie er eine. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Schwarz, das leicht entbrennt. Check, schwarz ja. und Weiß, die sich verband. Check. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Ah, hier. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Wir aus haben eine Wurzel. Gefäß malte ah, er einen Kreis wir haben den Stock und haben Baumhaut, Baumfrucht, Baumwurz, Frucht, das sind die Eicheln. Ah ja, stimmt. So, Baumbla. Leg das jetzt dahin. Laut Nachricht, ich sollte mir die Nachricht nochmal genauer... Aber ich hab doch... Ja, laut Nachricht sollte ich das hier auf der Waldkreuz... Ich sollte mir die Nachricht... Aber es stimmt doch. Baumhaut. Ja, Baumhaut. Ich sollte mir die Nachricht nochmal genauer anschauen. Ist dann Baumwurz. Vielleicht müssen wir die alle Sachen miteinander kombinieren zuerst. Okay, probieren wir das. So, Baumhaut mit der Baumfrucht. Rinde hilft da nicht. Die behalte ich. Die falsch. Die behalte ich besser. Was? Die behalte ich. In die Dose stecken noch die behalte ich. Ich hab das. Ach, nee, das. Was war jetzt mit dem Kreis? Oh. Auch drin. Ach, soll ich tatsächlich Baumhaut, Baumfrucht und Baumwurz. Ey, wie so viel passt nie in eine Cola-Dose. Das ist fake. Okay, jetzt ist alles drin. Und jetzt? Das war auf diese Kreuzung. Das war zu einfach. Zu naheliegend. Okay, das sollte klappen. Jetzt. Oh Mann, haben wir es gerade noch so geschafft? Hä? Ja, der malt so im Kreis. Ah. Der sprayt jetzt mit der Cola. Und die Rinde? Hä? Achso. Ein Kunstlehrer würde sagen, das ist moderne Kunst. Ja. Achso, lass es uns anzünden. Oh ja. Na gut, dann wollen wir mal. Oh. Jetzt kommt der Pfad hier. Okay. Und gut. Oh, unmöglich. Die Truhe... kam aus dem Nichts. Das war voll das Achievement. Er ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Ja! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Boah. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. So, nehmen wir uns erstmal den Knopf. Das sieht gut aus. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Oh Mann. Nee. Oh, heiliger... reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer... Oder eine magische Nachricht. Oh ja. Komm, alle gute Dinge. Oh, heiliger Bimbam. Alles klar, mit bloßen Händen geht... Ach so, jetzt verstehe ich. Hm. Ja, ich dachte, man muss vielleicht dreimal ganz ein Stock bringt hier... Auch nicht? Was für ein eigentümlicher Zylinder. Gibt's was anderes, was ich nehmen der kann? Der große Zarow. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh! Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Oh. Was? Ein Riss? Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Oh Mann, Bell, du hast es kaputt gemacht. Zauberstab. Hey, ja, komm, lass ich dich da steckt an die ein Maus? Zauberstab so. Im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Okay, okay, du hast recht. Diesmal habe ich es auch gesehen. So, mit dem Zauberstab. Zaubern wir den Hut raus? Zylinder und Zauberstab? Ja. Na gut, Jerry.
Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Abraka? Das ist bestimmt Karottensaft. Hat er gerülpst. Wow! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Orectolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden. Ja, gleich kannst du die CD ja einsetzen. Das stimmt. Rest des leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Cher. Sag mir, was ist dein größter Traum? Warte, warte. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich immer als Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks? Ja. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Voll süß, was für Segel ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Halt dir aus! Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Wie dramatisch. Ach so, ich dachte, weil er jetzt so lange redet. Ich bin das ehrlich gesagt nicht mehr gewohnt von dem heutigen Spiel. Und meistere alle Facetten der Magie. Lange geredet wird. Ja. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Können wir das eigentlich überklicken? Jared, dein... Oh. Oder wollen wir hier erstmal pausieren? Ich würde sagen, ja. Ja, oder? Also wir haben das erste Abenteuer zum Glück noch geschafft. Wenn nicht, hätten die Leute uns für Megatrottel gehalten. Aber wir haben es geschafft. Ja, komm, dafür, dass wir das erste Mal in Point-and-Click-Adventure gespielt haben, haben wir uns gar nicht so schlecht geschlagen, oder? Ja. Ja. So. Das ist echt süß. Wie fandest du es denn insgesamt? Du hast jetzt auch zum ersten Mal eigentlich Point-and-Click gespielt. Also, ich finde es echt niedlich. Ich glaube, man muss sich da aber auch wirklich drauf einlassen, richtig in diese Welt und sowas. Ich habe mega Bock auf Rätsel. Ich mag sowas total. Ja. Aber ich glaube, ich habe nicht so die Geduld, mir wirklich alles anzuhören, was die labern. Ich glaube, ich würde da echt rüberfliegen, da alles wegklicken. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Also ich würde das schon gern... Wir sind, glaube ich, einfach mehr vom Game, von unserer Gaming-Erziehung her, sind wir, glaube ich, einfach viel mehr auf Handlung getrimmt, als auf Zuhören. Also ich könnte mir halt vorstellen, ich finde das auch gut, dass man die Sachen weiterklicken kann, weil ich denke mir, wenn das für ein Kind ist es ja wichtig, Sprache zu hören. Und das ist ja auch alles echt schön gesprochen. Also Kinder mögen dieses Erzählende ja. Und ich glaube, das ist halt eben der Vorteil an so einem Spiel, weil der so die Generationen verbindet. Also der eignet sich für ein kleines Kind genauso. Wenn da aber mehr solche Sachen kommen. Oh, das fand ich auch voll cool, ja. Das fand ich voll, also ich sag mal, aufregend. Ich fand es echt lustig und das reißt einem auf diesen Zuhören. Das reißt einem da ein bisschen raus. Ja, weißt du? Genau. Das bringt wieder ein bisschen, oh, jetzt muss ich was machen. Oh ja. Also, und hier sind echt einige Bilder drin. Ja. Und das scheint dann wohl öfter zu kommen und das finde ich echt cool. Ja, das finde ich auch schön. Ja. Ich finde das toll. Gut, also wie gesagt, das Spiel kommt am 29. Mai raus. Kostet momentan bei Amazon um die 30 Euro, aber ändert sich ja vielleicht nochmal. Auf jeden Fall lohnt es sich, das mal anzuspielen, vor allem mit Geschwistern. Ja. So, gut. Das war's dann für heute. Genau. Tschüss.